Heute geht es mal nicht um WordPress oder WooCommerce, sondern es geht um Shopify. Wieso Shopify? Und zwar, weil ganz, ganz viele Menschen da draußen gerne Shopify nutzen. Es ist ein Cloud-System, es ist halt schon vorbereitet und Shopify ist gerade im Bereich Dropshipping und Co. mit seinen Schnittstellen sehr, sehr schnell eingerichtet und man kann sehr, sehr gut Shops machen. Der einzige Nachteil oder einer der einzigen Nachteile an Shopify ist, dass alle Shops irgendwo im Basis sehr, sehr gleich aussehen. Das ist sehr schade und oft ist es kompliziert, Shopify über die Template-Struktur, über die TPL-Dateien etc. Anpassungen zu machen. Man braucht oft einen Entwickler dazu, muss sich viel einlesen etc. Und genauso wie bei WordPress und WooCommerce, und deswegen nehme ich dieses Video auch auf, gibt es Themes. Themes sind Templates, sind Layout-Vorlagen, die eine Funktionsvielfalt mitbringen und das Ganze vereinfachen. Und das Schönste daran ist, Shopify sieht nicht direkt aus wie Shopify. Und das ist der Punkt, der bei mir immer sehr, sehr wichtig ist, dass man einfach in Shopify einen Shop aufsetzt, der nicht vergleichbar ist. Denn das ist das große Problem, weil alle sehr, sehr schnell Shopify einfach sich registrieren, die Lizenzgebühr zahlen und dann einfach den Shop aufsetzen und Produkte einstellen. Ja, das funktioniert auch gut, aber ich muss mich unterscheiden, gerade bei normalen E-Commerce-Unternehmen oder wenn du Produkte verkaufst, die auch andere verkaufen, Handelsware etc., dann ist das sehr, sehr schwierig. Wenn es dir nicht rein um Dropshipping geht, wobei es für Dropshipping auch super ist, aber wenn es dir um wirklich ein Online-Shop geht für einen lokalen Store, du hast ein Ladenlokal etc. oder du möchtest einfach einen sauberen Online-Shop aufsetzen und langfristig davon profitieren, dann brauchst du einen entsprechenden Theme. Es gibt den Shopify Theme Store, der ist auch gut etc., aber es gibt einfach Themes, die deutlich besser sind, die kostengünstiger sind und wir machen zwar offiziell kein Shopify, aber im Hintergrund haben wir natürlich auch Kunden, die Shopify gerne nutzen und dafür machen wir genauso das Marketing, dafür mache ich genauso die Beratung und dafür kann ich genauso helfen, wobei ich kein Techniker bin für Shopify, aber auch dafür haben wir entsprechende Kontakte und können hier helfen und vor allem den richtigen Ansatz geben, wie ich es ja bei WordPress und WooCommerce auch mache. Deswegen hier ein alternatives Video mal zum Thema Shopify Themes. Ihr seht es auch schon im Hintergrund, es geht wieder um ThemeForest. Wieso ThemeForest? Es ist die von Envato, die weltweit größte Plattform und der große Vorteil ist, ich zahle einmal lebenslang pro www-Adresse, pro URL für ein Theme und ich brauche nicht jeden Monat entsprechend hier immer wieder zu bezahlen, was es einfach enorm flexibel, enorm einfach macht und auch kostengünstig. Es geht darum, hier die Bestseller-Themes zu nehmen. Ich kann mir viele Sachen raussuchen, aber was passiert? Es wird nicht weiterentwickelt, irgendwann hört der Entwickler auf oder ich habe einfach viele Bugs drin. Und das ist einfach gerade beim Thema Shopify, was noch ein bisschen unflexibler ist wie WordPress und WooCommerce, ein großes Problem. Und das Ella-Theme, und ich werde auch nochmal einen Blogartikel verlinken, wo ich so ein paar andere Themes auch getestet und verlinkt habe, alles in der Videobeschreibung, wie auch den Link hier zu dieser Seite, möchte ich einfach das Ella-Theme hervorheben. Es ist ein Theme, was es schon sehr, sehr lange gibt, und der Vorteil ist einfach, das Video wird aufgenommen am 8. Mai und am 18. April, also im Prinzip vor gut 2-3 Wochen, gab es das letzte Update. Es geht hier um einen entsprechenden Elite-Autor oder Power-Elite-Autor. Was bedeutet das? Nochmal kurz als Wiederholung. Über 10 Jahre Erfahrung, mehrere Themes und es ist einfach ein extrem guter Support dahinter. Ansonsten würde er diese ganzen Abzeichen hier, Hello-Themes, nicht bekommen. Das Theme gibt es seit 2014. Das zeigt einfach hier, schickt eine enorme Entwicklung dahinter, eine enorme Erfahrung und man muss einfach sagen, wir reden hier von 32.000 Verkäufen. So, es ist super dokumentiert und vor allem sehr, 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 sehr gut bewertet. Viele Kommentare, was immer ein Anzeichen dafür ist, dass es wirklich gut funktioniert. Wieso geht es bei diesem Video um dieses Shopify-Theme? Weil es einfach Zusatzfunktionen hat, die wirklich, wirklich gut gehen. Und übrigens könnt ihr hier über diesen Banner auch nochmal die ersten 3 Monate für $1 im Monat Shopify bekommen. Den Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung dazu. Und muss einfach sagen, es ist hier so aufgebaut, dass ich einen Header und Footer Bilder habe. Das ist ein bisschen besonders, das gibt es bei anderen Themes so nicht unbedingt. Ich kann mir einen Header oder einen Footer zusammenklicken, ohne zu programmieren. Und das ist halt sehr, sehr schön gemacht. Und es gibt diverse Zusatzfunktionen, die es so nicht gibt in Shopify.
denn auch TikTok-Videos etc. können hier direkt integriert werden. Ich zeige gleich mal die Demo dazu, wie einfach das Ganze aufgebaut ist, wie immer Drag and Drop und ohne Programmierung, und es gibt halt sehr, sehr viele Demos, die hier wirklich sehr gut gemacht sind. Ich zeige das Gleiche gleich mal einfach beim Durchklicken. Man sieht es aber halt hier auch schon. Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung unten drunter. Klickt es selber mal durch, was es hier für tolle Module gibt. Und ich kann jetzt noch weiter runter scrollen und es gibt einfach tausende Möglichkeiten mit diesem Theme. Und es ist wirklich gut entwickelt. Wieso sage ich das so oft? Denn es gibt einfach auch viele, viele schlechte, wenn man mal runtergeht. Es gibt ganz, ganz viele, die halt kaum Sales haben, die schlecht bewertet sind etc. Und da ist es dann einfach nicht ganz so toll, hier so ein Theme zu kaufen, weil ich ändere das Theme in der Regel nur ein- oder zweimal, wenn überhaupt. Und hier zeige ich euch mal ganz kurz, wie das Ganze aussieht. Performance natürlich auch optimiert, brauche ich gar nicht bei Shopify darüber zu reden. Und zwar geht es hier jetzt darum, wie das Ganze aussieht. Ich habe ganz viele Möglichkeiten für Fashion, für Accessoires, Health and Beauty, Home and Garden. Es gibt fertige Demos dazu, die ich importieren kann. Für Elektronik, als Supermarkt, das heißt auch als Plattformanbieter kann ich was machen. Oder man verkauft Sportsachen, wie hier Swimwear oder Snowboards, also alles für den Wintersport. Oder aber auch für einen Felgenstore, für Autozubehör etc. Da ist das einfach ja, schon vorbereitet und ihr könnt euch das direkt dort anschauen. Ich nehme jetzt einfach mal den Bereich Fashion, weil Fashion immer so ein Thema ist, was sehr, sehr oft verkauft wird mit Shopify. Aber natürlich mit dem Bildaustausch, es geht hier eher um die Funktionalität, könnt ihr es für jeden anderen Store auch nutzen. So, das Ganze ist hier mit dem LR-Theme auch umgesetzt. Man hat hier entsprechend ja, Wishlist-Funktionen, Bewertungen etc. All das, was man halt so kennt. Das Wichtige ist einfach nur, dass ich so eine Grid-Darstellung habe, die sehr, sehr schön aussieht. Und ich gehe jetzt einfach mal in ein Produkt rein, dann könnt ihr auch hier sehen, es ist sehr, sehr schön aufgebaut. Man hat die Sale-Funktion mit dabei, die auch nicht Standard ist. Ich kann hier entsprechend die Sachen, die Filterung an, nicht die Filterung, die Badges auswählen etc. Hab dann die Möglichkeit, direkte Buy Now der Shopify-Payment zu machen oder in den Warenkorb zu legen. Ich mache mein Video noch was kleiner. So, habt die normale Warenkorb-Funktion, habt dann auch hier, wie viel brauche ich noch für kostenfreies Shipping. Ich habe die Pop-Up-Funktion, wie man hier sieht, und. Die Icons etc. alles hier mit dabei. Sehr, sehr schön einfach gemacht. Und wie gesagt, klickt euch einfach mal komplett durch. Es gibt hier ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ihr gerade seht. Machen wir hier Bundle, Upsell etc. Auch hier solche ja, Left-in-Stock-Sachen kann man alle einstellen, global etc. Also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Was haben wir noch? Out of Notify Me, Out of Stock, auch sehr interessant, auch ein Zusatzmodul, wenn ich halt benachrichtigt werden möchte, wenn entsprechend das Produkt wieder verfügbar ist, kann ich es auch hier mich hinterlegen und kriege automatisch eine E-Mail dann. Was haben wir noch? Diverse Möglichkeiten. Nehmen wir einfach mal beim Shop, Collections List, gehen wir einfach durch, wie es aufgebaut ist. Haben hier so eine Übersicht der Kategorien, sehr, sehr Standard, sehr, sehr einfach gehalten. Sidebar natürlich mit der Filterung etc. Also wirklich sehr einfach gehalten. Und dann gibt es auch halt diverse andere Möglichkeiten. Ich nehme jetzt mal einen Supermarkt, um noch so einen kleinen Einblick hier in dem Video zu geben. Auch das hier vom Aufbau sehr aufwendig gemacht. Das geht so in Shopify normalerweise auch nicht. Aber hier ist es halt möglich mit diesem Theme, was auch alles komplett integriert ist. Das heißt, ihr seid wirklich sehr, sehr, sehr flexibel. Man sagt dazu Multipurpose. Das heißt, ich kann mehrere Einsatzzwecke für dich nutzen und habe einfach dadurch eine große Funktionsvielfalt. Und jetzt lädt es gerade nicht. Das ist der Vorschau-Effekt. So. Das ging wegen Ghostery, hatte ich auch noch nicht. Ja, auf jeden Fall hat man hier dann die Möglichkeit, so einen Supermarkt aufzumachen, Plattformen zu schaffen, um vielleicht auch mehrere Vendoren, das heißt viele, mehrere Anbieter, die dann entsprechend hier verkaufen auf der Plattform, kann ich auch das damit umsetzen. Und man sieht einfach, es sieht so ein bisschen Amazon-like aus und das ist einfach sehr, sehr schön gemacht an der Stelle. Und ja, es gibt noch ein weiteres Theme, was ich noch am Rande erwähnen möchte.
was ein bisschen weniger Sales hat, ein bisschen weniger Bewertungen, aber trotzdem gut ist. Woki, das werdet ihr auch entsprechend in meinem Blogartikel, Link nochmal erwähnt, in der Videobeschreibung finden. Woki ist auch sehr, 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 sehr gut gemacht, hat über 90 Demos, was es nochmal so ein bisschen ja, flexibler macht. Aber vor allem ist es extrem leistungsstark und was man hiermit gemacht hat, man hat sich darauf konzentriert, eine Produktkonfiguration mit umzusetzen. Das gibt es in dem Ella-Theme ganz neu aktuell, aber man muss einfach sagen, hier sind diverse Premium-Plugins mit dabei und vor allem man hat dieses Thema des Produktkonfigurators mit dabei, der wirklich, wirklich schön gemacht ist. Das heißt, es kann für manche sehr interessant sein. Man sieht auch hier sehr auf Fashion ausgelegt, was ja auch gut ist, aber auch hier für Organic-Produkte, Food Delivery, Elektronik, Möbels verkaufen, Nutrition, auch für einen Biershop, Fahrradverkäufe und, und. Also auch hier kann man sehr, sehr vieles dann entsprechend wieder damit umsetzen. Link wie immer in der Videobeschreibung und ich möchte euch einfach hiermit sagen, ja, es gibt den Shopify Store, wo ihr euch Themes teilweise für monatliche oder jährliche Gebühren kaufen könnt, aber hier zahlt ihr einmal lebenslang pro URL, pro Shop also. Und das macht es wirklich sehr, sehr günstig. Link unter dem Video dazu. Und wenn ihr Fragen zu Shopify, wenn ihr eine Beratung braucht zu Shopify oder WooCommerce, wenn ihr allgemeine Marketingberatung braucht, schreibt gerne in die Kommentare oder schreibt direkt mir über www.florianibe.de. Link dazu auch in meinem Kanal, im Channel, direkt oben rechts. Und dann können wir auch gerne darüber sprechen, wie man das bei euch sauber integriert, was ihr für Funktionen braucht, was wäre jetzt hier die beste Wahl, Ella oder Woki. Schaut es euch gerne selber an und das soll es erstmal von mir gewesen sein. Ich möchte einen Ideenansatz wieder hiermit geben, die Beratung anbieten, damit ihr euch halt letzten Endes für das richtige Theme entscheidet und dann wünsche ich euch einfach noch viel Spaß beim Umsetzen. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schreibt gerne in die Kommentare, für welches Theme ihr euch welches Theme ihr gewählt habt. Schreibt auch gerne einen Link dazu, dann gebe ich euch gerne auch Feedback. Schau mir das gerne mal an und natürlich wäre das auch für euch ein bisschen kostenfreie Werbung. Und an dieser Stelle wünsche ich euch einfach, wie gesagt, nochmal viel Erfolg dabei und abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ich mehr zum Thema Shopify machen soll, schreibt das gerne auch in die Kommentare, schreibt mir gerne auch persönlich, dann werde ich das vielleicht auch demnächst mehr fokussieren, um so die Mischung aus der beiden großen Welten WordPress, WooCommerce und Shopify zusammenzufügen. Das soll es von mir gewesen sein. Viel Spaß beim Umsetzen. Umsatz kommt von Umsetzen und bis zum nächsten Video.